Es sollte der krönende Abschluss einer wieder einmal äußerst erfolgreichen Saison in Mörbisch werden. Aber dieser Abschluss wurde vom Himmel gestern Abend etwas zu sehr begossen. Die gestrigen heftigen Regenfälle haben nämlich auch die letzte Vorstellung, also die Dernière der Seefestspiele in Mörbisch, getroffen. Die Vorstellung musste abgebrochen werden. Es war die einzige in der gesamten Saison. Und kurz danach hat Intendant Alfons Haider dieses Video veröffentlicht. Ja, das ist die Dernière, meine Damen und Herren, von My Fair Lady mit unserem Regisseur. Oh. Aber 144.911 Zuschauer, jetzt gehen wir im Wasser unter. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr, sagt Alfons Haider, der in dem Video die endgültige Zuschauerzahl in dieser Saison erwähnt hat, nämlich knapp 145.000, was einer Auslastung von 99% entspricht. My Fair Lady war also das nächste Musical in Mörbisch unter der Ägide von Alfons Haider, das zum großen Erfolg wurde, berichtet Ulla Cena. Das Musical ist auf der Seebühne in Mörbisch angekommen. Nach dem Erfolg von Mamma Mia letztes Jahr hat Generalintendant Alfons Haider auch in seiner vierten Saison ein glückliches Händchen bei der Programmierung bewiesen. Ich bin irrsinnig glücklich. Ich bin demütig, dass das Vertrauen des Publikums so groß war, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Denn My Fair Lady Modern, haben ja auch viele geglaubt, wird die Menschen abschrecken. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sich's! In den Hauptrollen begeistern Anna-Rosa Döller als armes Blumenmädchen Eliza Doolittle und Mark Seibert als Professor Henry Higgins. Und als besonderer Gast erscheint in der Mörbischer Musical-Fassung Dolores Schmiedinger als Königin von England. Eine tiefe Verbeugung vor der Dolores Schmiedinger, die wirklich mit einer Szene so abgeräumt hat. Und das wollte ich, dass eine Person, in dem Fall was die Königin von England, dem Higgins wirklich Kontra bietet, wie er Frauen behandelt. Dass das der Verlag erlaubt hat, war toll, die haben Vertrauen zu uns gehabt. Insgesamt 23 My Fair Lady Vorstellungen wurden gespielt, drei davon als Zusatzvorstellungen. Nächstes Jahr steht bei den Seefestspielen Mörbisch der Musical-Hit Saturday Night Fever auf dem Spielplan.